oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Everyday Folge, erneut mal wieder mit einer iOS-App und zwar der App Prime Photos von Amazon. Universal App, Gratis-App, Versionsnummer 4.5.1 liegt vor, 76,3 MB groß, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 1292 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Ich nutze die App ab und an, weil ich bin Prime-Kunde und Bilder sichern kann grundsätzlich nie schaden. Ich lese die Bewertung vor. Mit Prime-Fotos können Sie alle Fotos und Videos von Ihrem Telefon, Computer und anderen Geräten sichern, organisieren und teilen. Sie können auf fast allen Geräten auf alle Ihre Fotos zugreifen und sie mit Freunden und Verwandten teilen, Ihre Fotos automatisch speichern und sichern Sie Fotos und Videos automatisch von Ihrem Telefon. Mit dieser kostenlosen Fotospeicher-App sind Ihre Fotos und Videos sicher, selbst wenn Sie Ihr Telefon verlieren oder es gestohlen wird. Sobald Ihre Fotos in Prime Fotos gespeichert wurden, können Sie sie von dem Gerät löschen, um Platz auf Ihrem Telefon zu schaffen. Zugriff auf Fotos auf allen Ihren Geräten. Sobald Ihre Fotos in Prime Fotos gespeichert wurden, können Sie fast jedem Gerät darauf zugreifen und so weiter und so fort. Funktionen: automatisches Speichern von Fotos für leichteres Sichern und Platz auf Ihrem Telefon. Sichern Sie Ihre Fotos und Videos sicher mit Amazon. Teilen Sie Ihre Fotos und Alben über SMS, E-Mail und weitere Apps. Prime Fotos bietet sicheren Cloud-Speicher und Online-Sicherung für Ihre Fotos und Videos. Mit dieser kostenlosen Online-Speicher-App können Sie Ihre wichtigsten Fotos direkt von Ihrem Telefon hochladen, anzeigen und teilen. Ja, also wie gesagt, da ich eh noch Amazon Prime Kunde bin, nutze ich auch ganz gerne die Foto-Backup-Möglichkeit von Amazon, solange man Prime Kunde ist. Ja, gratis Speicher für die Fotos. Man kann Alben anlegen, es wird auch automatisch wieder inzwischen erkannt irgendwie, wo das aufgenommen wurde. Es werden auch irgendwie so Wochenzusammenstellungen erstellt. Und der Vorteil ist halt, ich habe irgendwie ein Fire TV, da kann ich Bilder angucken. Ich habe ein Prime Kindle Tablet, da kann ich Bilder angucken. Unter Android gibt's die App, unter iOS gibt's die App und im Web auch. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass Apple irgendwann sagt, neues iPhone, wir schalten hier unbegrenzten Foto-Backup-Speicher frei in der iCloud. Solange das nicht ist, nutze ich jedenfalls, was Cloud anbelangt, einmal Google-Fotos und wie gesagt, nicht für alle Bilder, ab und zu gerne Prime-Fotos von Amazon. Nützlich für alle, die sowieso Prime-Kunde sind. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.